Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Don't Starve. Eine neue Folge. Es regnet leider. Ich hoffe, es schlägt kein Blitz ein und alles fackelt nieder. Das passiert nämlich manchmal. Das ist immer fantastisch. Aber wir haben ja gestern den Honig rausgeholt und dann haben uns leider die Bienen angegriffen. Wir konnten ihn dann also nicht mehr mitnehmen, unseren tollen Honig. Aber jetzt können wir ihn aufsammeln, weil ich glaube, die Bienen sind jetzt nicht mehr aggro. Und selbst wenn, man ist ja zum Glück schneller als die Bienen. Das ist ziemlich praktisch. Ist das so? Nein, so ist richtig. Das sah gerade so falsch aus, deswegen habe ich... Naja. Wir werden jetzt nochmal ein paar Süßigkeiten machen und uns damit Süßigkeiten vollfressen, bis wir satt sind. Das ist immer toll. Gut. Wir brauchen noch Beeren. Beeren. Dieses aus den Beeren, wo man 4 Beeren macht. Dieses Jam da. Ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber dieses Jam. Ihr wisst alles, was ich meine. Dieser Berg von Dings, die man in dem Kochtopf machen kann. Die bringt's richtig, weil die Beeren findet man eigentlich überall. Nur wir gerade nicht. Und dafür lädt es eigentlich schon verdammt viel Essen auf. Und heilt. Und macht dieses Gehirn plus. Womit ich eigentlich gar nicht so... Ich hätte am Anfang, als ich mir Don't Starve gekauft habe... Das war ja bevor ich mit dem Let's Play angefangen habe. Ich habe das ja dann schon eine Weile gespielt gehabt. Ja. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass es mit diesem... Ich dachte gerade, was ist das? Aber egal. Da hätte ich gedacht, dass ich mit diesem Gehirn, also mit diesem Psycho-Zeug, mehr Probleme hätte. Aber wenn man sich so Sachen kocht und immer dieses getrocknete Fleisch isst, dann bleibt er eigentlich relativ normal. Vor allem auch, weil wenn er sich rasiert, dann geht es irgendwie, ich glaube, auch hoch. Da habe ich jetzt doch nicht ganz so viele Probleme mit, aber so Holz sammeln und so, das muss man ständig machen. Weil da verschleißt man so viel, vor allem wenn man so Sachen craftet und sowas. Und auch Feuerholz natürlich, da braucht man auch pro Nacht immer so, ich glaube 3 tue ich immer drauf. Und da geht natürlich schon was weg. Vor allem wenn halt in einer Folge das echt dann eben zwei Nächte sind. Also so ungefähr, das sind immer doch, ja, eine halbe, dann eine ganze und dann nochmal eine halbe. Mehr oder weniger, aber ihr wisst, was ich meine. Da geht halt dann schon einiges weg. Muss man dann doch davon mehr farmen. Gut. Wo sind denn jetzt die Samen? Ah, hier. Ich habe hier noch... Ah, ich hatte doch sogar schon mal so eine gemacht. Die nehme ich mal mit. Dann esse ich noch die Süßigkeiten. Und guck mal schnell. Hier war doch noch irgendwo... Ja komm, da weiß ich jetzt nicht, was ich mitmachen soll. Da gucke ich dann mal irgendwann anders. Ich denke, gleich werde ich nachschauen. Dann werde ich sagen, Mann, hätte ich das jetzt nicht verschwendet. Aber, naja. Hau mal ein Holz drauf und essen das mal schnell, weil wir brauchen noch ein bisschen. Wenn wir wieder ein bisschen aufgefüllt sind. Wenn der 10 Meter läuft, hat er direkt wieder Hunger. Ich habe gerade was gegessen, 10 Meter, Hunger. Ja komm, das könnte er sich auch noch. Dann machen wir uns jetzt hier... Der Kochtopf läuft heiß. Letzten paar Folgen. Aber dann machen wir jetzt... It's almost done. Ja, na klar. Aber dann machen wir uns jetzt direkt hier noch... Ein paar von diesem... Eins von diesem leckeren Jam. Firstful of Jam. A fistful... Nö, lesen kann ich nicht. Nö. Gut. Dann essen wir das jetzt. Ich habe gerade unten, ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade in die Aufnahme mit rein ist, aber wir kennen ja bei Windows unten diese Leiste, da bin ich gerade irgendwie drüber gefahren. Ich weiß nicht warum, weil ich eigentlich was im Inventar, diese Fistful of Jam rausholen wollte. Da merkt man mal wieder, wie leicht man solche Sachen einfach überliest. Und dann einfach denkt, ja, das heißt so. Also das heißt jetzt da First und nicht Fist. Also Faust. Naja. Gut.
Aber jetzt... Ich werde es wahrscheinlich trotzdem immer First Full of Gem, Gem nennen. Einfach weil es total lustig ist. Jetzt nehmen wir mal die Rope. Machen wir mal ein paar. Wir brauchen nämlich ein oder zwei für so eine... Für so eine Mauer. Gut, dann haben wir jetzt mal ein paar gemacht. Ich glaube, so viele Ropes habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, man braucht aber für eine Mauer brauchte man noch hoffentlich nur eine. Das war Sleep Throughout the Night. Coole Sache. Werde ich mir gleich mal anschauen und wahrscheinlich auch machen. Aber wir brauchten... Mann, wo waren das? Das war hier. Ja, genau. Ah, das ist perfekt. Weil wir haben genau 20 Boards und 10 Dings. 8 Stück. Ach du Scheiße, wie viel machen wir denn jetzt? Ich dachte, da kommt nur eins raus, weil ich das natürlich nicht gelesen habe. Ja gut, dann tun wir mal jetzt die Hälfte. Ja, dann haben wir jetzt ja schon ein bisschen was. Es wird, glaube ich, nicht reichen, aber trotzdem. Ich denke, wir setzen dann mal erstmal das erste einfach mal hier. Nein. So richtig episch. Das sieht ja schon nice aus. Oh, die sind ordentlich angeschwitzt. Hoffentlich... Da wird keiner drüber klettern. Gut. Dann haben wir hier auch noch. Auch noch. So richtig gerade. Ach du. Man kann ihn noch repairen? Kann man ihn nochmal? Achso, oh. Gut, ich glaube, das hat jetzt kein Fixtes. Das ist doch ganz. Aber das ist, sieht doch. Ist doch schon mal eine hübsche Sache auf jeden Fall. Jetzt haben wir einfach so Mauern. Aber das wäre echt ein bisschen teuer gewesen, würde man da einfach nur eine rauskriegen. Dann hätte ich jetzt schon... Dann wäre ich jetzt so weit gekommen mit all dem, was ich gemacht habe. Naja. Finde ich eigentlich gut, dass es jetzt doch so ein bisschen mehr ist, weil das wäre sonst ein bisschen low gewesen. Also ein bisschen langweilig, ein bisschen ärgerlich, dass man da... jetzt dann so viel Holz farmen muss für diese Mauern. Ist aber zum Glück ja nicht so. Ich habe noch gar nicht nachgepflanzt. Dann mache ich das direkt mal schnell. Das geht ja in der Nacht. Da ist das ja okay. Da setzen wir jetzt hier mal ein paar Seeds. Gut. Dann haben wir die jetzt auch gesetzt. Und ich denke... Ah, die Süßigkeiten haben wir gleich... Ich hatte gedacht, dass wir die Süßigkeiten jetzt noch nicht gegessen hatten. Wie viel haben denn unsere fleißigen Bienchen schon wieder gemacht? Ah, nein, 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 nein. Ah, doch, die kann man ja. Ganz schnell weg. Ganz, ganz, ganz schnell weg. Tschüss. Ich hoffe, die greifen sich. Die sind gerade gegeneinander geflogen, die Bienen. Richtig cool auf jeden Fall. Ah, genau. Rasieren wollte ich mich. Ha. Dann tun wir das da noch rein. Gut. Und setzen wir mal die Mauer noch weiter. Einfach. Weil es so schön ist und weil wir auch ja, ein paar Mauern setzen wollen. Ne? Hä? Ach, da kann man keine setzen. Hier geht's einfach nicht. Warum ist es dann grün? Ein Bug. Ich frage mich, ob die ein bisschen zu krumm ist, die Mauer. So. Niemand. Soll ich gerade irgendwas sagen? Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Egal.
Nein. Oh, zum Glück hat er die nicht gesetzt. Ich frage mich, ob man die. Ich frage mich, ob man die abreißen könnte. Also. Und sie dann auch wieder zurückbekommt. Das wäre nämlich cool, weil dann könnte man so Erweiterungen. Dann könnte ich nämlich später, wenn ich mehr Platz drauf, einfach hier rausbauen. Und dann hier einfach so was Neues drumherum bauen. Das wäre echt cool. Ich komm da manchmal nicht mit zurecht. Mit der Steuerung. Hä, warum macht er das jetzt nicht? Der soll. Jetzt geht's plötzlich. Wie der da immer rausgepackt wird, weil da einfach plötzlich was ist. Weil er die genau unter sich setzt. Richtig schlau einfach. Einfach unter sich die Mauer setzen. Und gleich sind unsere Mauern schon wieder weg, aber ich glaube, nochmal, wir können nochmal so viele machen. Wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß es nicht mehr. Ich tue hier den Weg so. Den lasse ich offen. Also ich lasse es dann hier so ein bisschen offen. Genau hier. Das wird cool. Das wird richtig cool. Aber dazu muss ich jetzt noch mal ein paar machen. Genau hier. Da. Zack. 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 Und nochmal. Gut. So. So. Hammer. Hä, wo hatte ich die jetzt? Naja, egal. Ah, die war noch über. Gerade eben sage ich noch, das wird richtig geil hier die. Oh, jetzt bin ich. Kann man die. Kann man die. I think I can fix this. Gut, ich werde mal auf die nächste Folge rausfinden, wie ich die drei hier wieder wegmache. Das will ich jetzt nämlich nicht nachschauen, damit ich euch nicht wie die letzten Folgen noch mehr langweile mit diesem, wenn ich hier auf dem anderen Bildschirm im Ding bin und ihr dann warten müsst. So. Oh, das steht da, dieser Baum. Nicht da, du sollst einfach nur weglaufen, nicht Ansicht wieder drehen. Gut. Baut sich selber aus seinem Lager aus. Die soll jetzt auch nicht so perfekt sein, weil wenn man, ich denke mal, wenn man einfach so eine Mauer hier machen würde, also wenn man jetzt selber irgendwo wäre und überleben müsste, dann würde man die auch nicht so exakt gerade machen. Die soll ja einfach nur funktionieren. Mal schauen, wie groß ich das Gebiet eingrenzen werde, weil wir haben jetzt hier so unser Gebiet. Ich denke mal, so werde ich die Mauer drumherum machen. Deswegen baue ich hier mal noch ein Stück weiter und werde hier hinten den Weg einfach ausschließen. Werde ich einfach ausgrenzen. Genau. Hier und dann noch dazwischen. Oh Mann, nicht repairen. Egal, das sieht cool aus, wenn da so ein paar dann doch ein bisschen größer sind. Gut. Ich finde es eigentlich schon ganz hübsch. Ich meine, so arg viel haben wir nicht gefarmt. Ein bisschen halt mussten wir schon sammeln. Also das Holz haben wir natürlich aus der Kiste genommen, aber das war jetzt auch nicht so mega die Arbeit. Das war bestimmt eine halbe Folge oder so. Hat man das Holz wieder zusammengefarmt. Und dafür finde ich eigentlich, sieht es doch schon besser aus, wenn hier einfach nur so rumsteht oder wenn es dann noch so eingezäunt ist. Finde ich so echt besser. Und wenn dann hier noch so offen ist für den Weg, und man dann hier unten noch raus kann, das denke ich wird richtig cool. Das wird cool. Einfach weil es so ein bisschen befestigter aussieht und nicht so einfach, hier stelle ich jetzt mein Zeug hin, so, da steht's und irgendwann werde ich weitergehen, juckt mich nicht, ob ich hier jetzt überlebe oder nicht. Und so sieht es halt dann noch irgendwie ein bisschen besser aus. Und wir werden jetzt ja eh noch ein bisschen Gras brauchen, deswegen denke ich, werde ich jetzt, ja, es sind eh nur noch 2 Minuten oder so, dann ist der Tag eh rum und die Folge damit auch. Dann werde ich jetzt noch hier ein paar Sachen sammeln. Heißt Gras, Zweige und Beeren. Alles, was man braucht. Er hat nicht so viel Hunger, aber doch schon ein bisschen.
Aber wir können schon wieder zwei Süßigkeiten machen. Also diese... Also ich finde, diese Bienen haben sich echt gelohnt, weil die Süßigkeiten, die zeigen zwar nicht viel auf, aber wir haben halt echt auch relativ viel Honig, würde ich jetzt mal sagen. Würde ich einfach mal so eiskalt behaupten, dass unser... Also, dass wir eigentlich schon mit dieser einen B-Box dann doch schon ein bisschen was haben. Gut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Hier liegen ja noch ein paar. Egal, die bringen wir erst im nächsten Park an. Park. Im nächsten Part. So. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ich werde dann jetzt die letzten drei Folgen schneiden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.